Es ist toll, mit sehr vielen Leuten Kontakt zu haben. Mit Leuten aus der ganzen Welt, die hier als Gäste ins Waldhaus kommen. So ist man mit einer sehr internationalen Kundschaft, die man zu tun hat, immer wieder. Das ist wirklich das Wichtigste, dass ich ankommen kann und sich daheim fühlen und merkt, die wollen, dass ich mich einfach wohlfühlen kann. Obwohl wir ein grosser Betrieb sind mit vielen Gästen, versuchen wir jeden Gast persönlich zu begrüßen, zu verabschieden. Und wir versuchen jeden Gast einmal am Tag im Restaurant zu sehen. Seit ich Mutter bin, ich habe auch die Möglichkeit zu arbeiten, nur Teilzeit und auch nur tagsüber, weil ich pendle jeden Tag bis Kiewenne. Und das wäre dann in der Nacht mit zwei kleinen Kindern nicht so gut gewesen. Und sie haben auch, sind zu mir entgegengekommen und sie haben das mir vorgeschlagen. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist eine tolle Stimmung, es gibt eine tolle Arbeitsgeber, eine Familie, es ist ein tolles Team, Gäste auch, es sind verschiedene Faktoren. Ich habe die Möglichkeit, auch verschiedene Jobs zu machen, also für mich war es ideal. Das Glück von uns war vielleicht das Pech von unseren Vorfahren. Heutzutage profitieren wir sehr davon, dass wir noch sehr viel historische Substanz haben. Und das ist auch etwas, wo Gäste im Waldhaus sehr schätzen, dass man vieles aus der vergangenen Zeit auch noch erleben kann. Sei es in den öffentlichen Räumen, sei es aber auch teilweise in Zimmern, die historisch renoviert worden sind. Wenn aber die Vorfahren von uns in den 60er und 70er Jahren mehr finanzielle Mittel gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich dort auch das eine oder andere modernisiert. Und heutzutage sind wir aber froh, dass das Historische noch da ist. Wir haben 70% der Gäste, die wiederkehrend sind. Sprich, wir kennt viele Gäste, wir kennt ihre Wünsche und darum muss es wirklich dort auch schon anfangen, dass man richtig auf Gäste eingeht. Wir haben den Spa-Bereich neu auf 3 Etagen, 1500 Quadratmeter, und es war definitiv eine gute Investition und eine wichtige, weil die Nachfrage danach ist riesig. Die Gastgeber, die 5 Kinder, sind im gleichen Alter wie meine Geschwister und ich. Das heißt, ich habe mit denen, als ich klein war, schon gespielt. Mit Carla und Patrick ist im gleichen Alter wie ich. Das ist eine große Verbundenheit dadurch entstanden. So ist es aber auch für die Gäste toll, an den Ort zurückzukommen, wo sie uns kennen, wo sie aber auch viele unserer langjährigen Mitarbeiter schon kennen. Am schönsten ist, wenn man einfach echt sein kann und ein echtes Bedürfnis selber auch hat, dass es dem Gast gut geht.